angekommen im Nawantabu-Nationalpark. Wir haben heute gefragt, wie das ausgesprochen wird, und wahrscheinlich sprechen wir es trotzdem falsch aus. Das ist ein Name noch von den Aborigines, deshalb so schwierig. Ja, bevor wir einen kleinen Track machen, haben wir natürlich noch mal Hunger, weil es ist ja schon Nachmittag. Und heute ist nämlich der Robin der Chefkoch. Ich habe das heute früh abgegeben, habe gesagt, heute gebe ich die Küchentätigkeiten ab. So sieht es nämlich aus, wenn der Robin kommt. Der benutzt die Mikrowelle. Wir haben unsere Wanderschuhe an und sind mal wieder ein Stückchen unterwegs. Der Nationalpark ist ganz cool, weil es gibt hier mehrere kleine Wege, die so immer so 2 bis 3 Stunden dauern. Und es gibt 3 große Wege, die so zwischen 6 und 9 Stunden angegeben sind. Das wollen wir dann morgen auf alle Fälle einnehmen. Den nächsten Tag müssen wir mal schauen, wie es dann so gelaufen ist, quasi. Genau. Und das Coole ist nämlich, wir müssen zwar $16 für unseren Campervan bezahlen, dass wir hier stehen dürfen, haben aber Strom und Toiletten mit inklusive und Wasser. Aber wir haben keine Check-in- und Check-out-Zeiten. Das ist ziemlich genial, weil sonst muss man immer um 10 raus sein und so, das brauchen, müssen wir halt nicht. Und dann könnte man quasi am 3. Tag nochmal eine große Runde gehen und abends den Nationalpark verlassen. 2 Nächte haben wir bis jetzt eingeplant, aber es kann auch sein, dass wir noch länger bleiben. Es ist bis jetzt ziemlich hübsch. Ja. Wir haben schon seit einiger Zeit unseren Rundweg beendet, haben ja schon ganz viele Kängurus gesehen und wir haben auch welche bei uns hier auf dem Platz. Witzig. Ansonsten machen wir uns jetzt Abendbrot und lassen den Tag dann wahrscheinlich bei den Weinchen ausklingen. Und morgen geht es dann auf die größere Wanderung. Guten Morgen aus dem Bettchen. Wir sehen noch ein bisschen zerstört aus, haben aber unsere Kofferklappe hochgemacht und gucken gerade ein bisschen aus. Es ist gerade ein Wallaby vorbeigehüpft, beziehungsweise frisst es noch vor unserer Haustür sozusagen. Was total niedlich ist. Gleich nachdem wir das Wallaby gesehen haben, sind wir aufgesprungen, haben was gegessen und sind sofort los. Und jetzt ist es Kaffeeschmittag. Ja, irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Ja. Wir laufen heute einen kleinen Track, 6 bis 8 Stunden. Okay. Sagen Sie. Und sieht schon mal ganz nett aus hier, oder? Genau, das teilt sich so ein bisschen. Man kann ein bisschen am Meer lang laufen, was ich jetzt ziemlich sympathisch immer finde. Und dann geht's wieder in das Schrecklich in diese 1000 fliegen. Wir rennen irgendwie die ganze Zeit nur so rum. Ne? Und hauen uns gegenseitig die Hände vom Kopf. Nee, ganz so schlimm ist es noch nicht.